Liebe Chemnitzer, liebe Bürger, hallo Freunde. Heute sind wir zum Montagsspaziergang in Chemnitz am 11. Mai 2020 und wollten hier eigentlich live übertragen. Leider ist unser Sender Karl-Marx-Stadt, der Sachsenkanal, seit gestern für eine Woche gesperrt. Ein Schelm, wer Böses denkt, dass es im Zusammenhang mit unserem Montagsspaziergang hängen könnte. Und jetzt geht's los. Wir berichten einfach vom Spaziergang und filmen das ohne weiteren Kommentar. Viel Spaß. Hier ist das Rathaus des Glockenspiels zu hören. Und bis später. So, jetzt schauen wir mal, was hier losgeht. Du kannst einfach mitkommen. Ne? Du bist nicht drauf und es sind einige, die nicht drauf dürfen. Eine ganz entspannte Atmosphäre. Rainer, grüß dich. Ja, danke. Danke. Ja. Wir sehen uns gleich. Oder Bürger, darf ich Sie fragen, warum Sie heute spazieren gehen? Ja, warum spazieren wir? Wir wollen das Mikro. Wir wollen keinen Maulkorb tragen. Wir wollen ein freies Deutschland. Und ja, das wäre es eigentlich schon. Ein freies, selbstbewusstes Deutschland. Dafür demonstrieren wir. Vielen Dank. Ich möchte noch mehrere Interviews machen. Ich habe bisher Impfgegner getroffen, dann Freunde, die das Grundgesetz verteidigen wollen. Und so hat jeder seinen Grund, hier beim Spaziergang teilzunehmen. Vielen Dank, wir sehen uns später. Ne? Gehen wir zur AfD. Hier sind wir vom Eingang Rathaus. Vom Eingang Rathaus und die Stadträte unserer Stadt treten hier hinaus. Und ich frage jetzt mal ein paar Stadträte, ob die einfach mal was zum Spaziergang sagen würden. Ne? Guten Tag, guten Tag. Selbst selber geküsst. Meine Herren Stadträte, darf ich Sie ansprechen? Ja. Sind Sie bereit, eine Frage vom Sender Karl-Marx-Stadt, der Sachsenkanal, zu beantworten? Natürlich. Ja, also vor mir steht Stadtrat der AfD, Nico Köhler. Und Herr Köhler, gehen Sie mit spazieren mit den Bürgern? Ich würde mit spazieren gehen, aber wir sind gerade unsere Fraktionssitzung, machen also vorbereitet. Alles klar. Fraktionssitzung, Ausschüsse. Gut. Schwierig mit festgelegten Daten dann. Ja, und jetzt die Frage, wie finden Sie, dass Bürger sich einfach zum friedlichen Spaziergang in Chemnitz und in anderen Städten, in über 20 Städten in Sachsen treffen? Ja, das ist doch sehr gut, denn frische Luft tut gut und man muss natürlich auch mal zeigen, dass man für seine Grundrechte auch mal spazieren gehen kann. Vielen Dank, ich kann das nur bestätigen, wir haben schon mehrere interviewt und bisher gab es eben Gründe wie Impfgegner und Grundgesetz und Freiheit und Demokratie und ja, vielen Dank, erfolgreiche Stadtratssitzung und bis später. Ne? Genau, bis später, guten Spaziergang. Danke. Sepp, du hast wohl nichts von uns an deinem Geburtstag. Ja, Entschuldigung. Ja, 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 alles okay. Ja, und zu meinem 63. ist prompt der Kanal gesperrt worden für eine Woche. Ne? Wegen dem Video, was 2 Jahre alt ist. Ja, naja, so ist das. Wo ich Herz statt Hetze geteilt habe. Ne? Ja. Bürger, ganz kurze Frage, warum gehen Sie heute Abend spazieren? Ja, ich möchte mal ein bisschen frische Luft schnappen. Na, das ist erstmal das Vorderste. Und ja, aber das bei 3 Grad plus und Regen und im Schweinewetter praktisch.
und dann wollen wir auch noch, dass das Grundgesetz eingehalten wird. Das ist doch eine Aussage. Jawohl. Vielen Dank. Ja. Und wir sehen uns später. Ich versuche noch ein paar Bürger hier alles mitzunehmen. Doch. Und danke, ne? Ja, schön, dass du gleich mitkommst, ne? Dann passt das. Ich sehe noch weitere Stadträte hier. Darf ich Sie ansprechen? Dir erstmal alles Gute zum Geburtstag, Herr Kameramann. Gesundheit, ja, Schaffenskraft, was man sich danke. So mit 63 wünschen kann. Vor uns steht ein Stadtrat, der Stadtrat Robert Andres, der Fraktion von Burg-Chemnitz. Sie können heute nicht mit beim Spaziergang teilnehmen, aber wie finden Sie den friedlichen Spaziergang zahlreicher Bürger? Wegen Stadtratssitzung, oder? Nein. Ach so. Ich laufe auch gleich meine Runde. Na wunderbar. Meine Runden. Ja. Und Bürger. Beine vertreten. Warum gehen Sie dann spazieren? Doch nicht nur wegen der Beine vertreten. Aber hauptsächlich. So wie alle anderen hier die Beine vertreten. Oh, da habe ich ganz andere Meinung bisher gehört. Alle, die ich interviewt habe, haben bisher gesagt, ich bin Impfgegner, ich vertrete das Grundgesetz, ich bin für Freiheit und Demokratie und deswegen gehe ich spazieren. Und na, impfen lassen möchte ich mich ja auch nicht. Das, okay. Das,